Hallo und willkommen zurück zu einer nächsten Verkaufsaktion von einer Grafikkarte. Und zwar handelt es sich hier um eine weitere AMD HD 6850 von Gigabyte, die ich gerne verkaufen möchte, hier in meinem YouTube-Channel. Ich habe schon auch schon erwähnt bei der Sapphire 6850, dass ich auch die Gigabyte-Version habe von dieser Radeon HD 6850 Dual Channel, das heißt mit zwei Lüfter, wie man hier sehen kann, auch sehr gut zu gebrauchen für die ganzen Zockerleute, die gerne eine bessere Grafikkarte haben wollen. Wenn ihr eine ältere Grafikkarte noch in euren Rechner verbaut haben solltet, dann kann ich euch diese hier gut empfehlen, noch für alle Spiele gut geeignet, zum Beispiel, ich sage jetzt mal hier, was viel bekannt ist hier, Battlefield 3, Battlefield 4 oder Call of Duty, je nachdem, was ihr so spielt, sollte diese Karte ausreichen auf Mittel oder Ultra, je nachdem. Auch diese Karte hat 1 GB Speicher und eine 256 Grafikbit Anwendung. Auch ich war hier mit dieser Karte hier sehr gut zufrieden, habe ich auch mal verwendet. Hatte keine Probleme damit gehabt. Also ich war damit immer vollkommen zufrieden. Und ja, auch hier zeige ich euch nochmal die ganzen Anschlüsse. PCI Express. Hier vorne sehen wir ja, zweimal DVI, einmal HDMI und hier auch wieder DisplayPort. Und auch hier diese Karte wird das Ganze hier mit, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, hier mit einmal 6-poligen Stromanschluss betrieben. Auch hier wieder nochmal gesagt, dass ihr ein gutes Netzteil dafür benötigt, um diese Grafikkarte mit Strom zu versorgen, damit die auch gut läuft. also stellen wir die hier erstmal wieder einigermaßen hier hin. So. Auch diese Karte unter 50 Euro nicht zu haben, habe ich ebenfalls in eBay Kleinanzeige drin, ab 50 Euro, 55 Euro so rum. Also 50 Euro will ich mindestens dafür noch haben. Ich denke, so viel ist die Karte noch wert. Könnte einfach dann, wie ich auch schon gesagt habe, falls ihr eine ältere Grafikkarte habt und ihr aufrüsten wollt, kommt auf euer System an, was ihr so habt, ob das etwas älter ist oder etwas neuer, keine Ahnung. Denke ich mal, kann man mit dieser Karte auch ganz gut zufrieden sein. Zum Zocken sehr gut geeignet. Und dann denke ich mal, werdet ihr sicherlich mit dieser wunderschönen Grafikkarte auch zufrieden sein. Ihr könnt die auch in Crossfire verwenden, falls ihr noch gerade noch eine dieser Karte habt. Gibt es dann auch diesen Anschluss dafür. Und dann habt ihr wahrscheinlich noch mehr Leistung. Eure Entscheidung, wozu ihr die verwenden wollt. Dann denke ich mal, werdet ihr damit keine Probleme haben. Ja gut, auch hier wieder gesagt, war es ja schon in den kleinen Verkaufsaktionen von dieser Grafikkarte. Also ab 50 Euro ist die zu haben. Wer die gerne haben will, wer die mir abkaufen will, meldet euch einfach bei mir per PM oder schreibt mir Kommentare, dann hoffe ich mal, dass ich diese Grafikkarte noch loswerde, da ich die hier zur Verfügung stelle. Ich habe die natürlich noch einmal zurzeit noch verbaut, ebenso auch die Sapphire, die ich auch schon als Verkaufs hier eingestellt habe in meinem Channel, habe ich auch zweimal da. Wenn jemand haben will, dürft ihr mir die gerne auch abkaufen. Beide liegen nur noch hier bei mir herum. Natürlich ganz gut verpackt, dass kein Staub oder sonstiges irgendwie damit was passiert. Beide Karten sind okay, laufen technisch einwandfrei, ebenso wie diese Karte hier, auch technisch einwandfrei und okay. Und dann hoffe ich mal, dass ich die beiden Sapphire ebenso jetzt wie diese Grafikkarte hier zu sehen loswerde, und dann werdet ihr sicherlich auch hier damit euren Spaß haben. Okay, ja. In dem Sinne war es das hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und Zuhören. Ciao.